Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part Upsi von Let's Play Luigi's Mansion 2 HD. Wir müssen nun durch diese Tür gehen, ist ein Zugemiss für das Gebiebse. Und sehen dann gleich wohl die ersten Geister. Sagen wir doch mal. Ich bin gespannt. Aber auch ein bisschen Angst vor dem, was mich da jetzt erwarten wird. Und da sind sie ja. Ja, Hallöchen. Aber die gehen eher weg, als dass sie Stress machen. Aber was ist das da oben? Eine grüne Glühbirne. Wenn man es erst ein bisschen umalbert, ne? Okay. Da kann man nichts machen. Da gibt's ein Herz, sehr schön. Ich find's immer cool, dass hier immer irgendwo wieder Herzenswissen drin sind. Die sind ganz, ganz wichtig. Da ist nix. Da ist auch nichts, bis auf Spinnenweben. Okay, das hat aber auch Albert sehr. Aber zuerst bekommt man einen Anruf. Hallöchen! Hallo! Siehst du den runden grünen Apparat dort rechts an der Wand? Aha, das ist ein Türschloss. Aktiviere es einfach, indem du es mit dem Strobo alle Wetter. Deinem Streckwerk 0915 fehlt ja der Strobo-Blitz. Hier kriegst du also die Tür nie und nimmer auf. Ist ja blöde. Der Strobo-Blitz ist klein und grün und kugelig. Die Geister haben sich da versteckt. Er kann nicht weit weg sein. Suche ihn. Das ist der ja. Da oben. Hat man gerade nicht mehr gesehen. Hat man vorhin der Cutscene gesehen. Der ist nämlich da oben im Kronleuchter versteckt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal nach oben. Vielleicht finde ich eine Position. Zufälligerweise. Aha. Wenn man da gut rankommt. Weil wenn man die richtige Position auswählt, geht das auch besser. Und et voilà, das Ding ist unten. Isis! Oh, ist das schön. Was ich nicht so schön finde, ist, dass das Ding hinter mir, glaube ich, gerade wieder nach oben geht. Kann das sein? Tatsache. Sehr schön. Also, nochmal das ganze Spiel. Das ist es da unten, dann muss ich schnell nach unten, bevor das Ding wieder oben ist und das Teil abzuschrauben. Dann will ich ein bisschen spurten, aber da bekomme ich das auch hin. Schnell, jawoll. X. Boah, das war knapp, das Ding muss ja wieder so nach oben gehen. Und da war es ja. Schön. Das Ding ist richtig und wichtig. Das klemmen wir einfach mal nach vorne rein. Jawoll, genau da. Der fängt auf einmal an, radioaktiv und zu leuchten. Cool. Super. Ah, oh Gott, ist das hell. Ja, da ist man gleich ganz verwirrt. Und ich werde es wieder angerufen. Ist ja wirklich schlimm. Also, Hallöchen nochmal. Hallo, mein Lieber. Vorsicht mit der Blitzerei. Der Stroboblitz ist kein Spielzeug, sondern eine unabdingbare Hilfe. Mit ihm kannst du zum Beispiel Türen mit grünen Sensoren dran öffnen. Du musst nur zielen und kurz A drücken, gedrückt halten. Versuche euch das mit der Tür rechts. Aha. Cool.
Immer noch? Ihr tötet auf uns. Okay. Hallo, wie wär's, wenn wir einfach in der Leitung bleiben? Dann müssten sie nicht immer anrufen. Wäre eventuell eine Idee, aber was weiß denn ist, ne? Blitzzauber, mein Lieber. Aber das war noch nicht alles. Kommt denn jetzt? Ich weiß es nicht. Du kannst den Geist mit dem Stroboblitz blenden. Erst dann lassen sie es aufsaugen. Okay, verstanden. Na los, hey, du dieser Barke. Ich höre dich schon wieder. Und wen ist der Tudam? Gut, gut, gut. Wenn wir mal von Gefühle in diese Tür rangehen. Die ich gerade einfach selber verkackt habe. Gut, ich geh jetzt echt mal fett scheißen. Aua. Und was haben wir? Wo bin ich auf einmal hier? Und wer ist das? Eieiei. Dann wir ziehen einfach mal den Vorhang weg und stören die Geister im Dusen. Mag er mich bestimmt gern. Dann gehen wir jetzt halt ein bisschen dusen, ne? Aber das ist ja auch nicht. Einfach das Wasser anlassen. Hm, heutzutage, die Wasserpreise sind teuer. Immer gern alles raus, was man hier rausnehmen kann. Und hier haben wir auf einmal einen Geist. Aha. So, wo bist du hin? Da. Jetzt kann ich das einsaugen, ne? Jawohl, ich habe den ersten Geist eingesaugt. Sehr schön, aber ich glaube. Da kommen wohl noch mehr. Die ist kurz vor Verkacken war einzusaugen. Mit Glück habe ich das noch geklappt. Ich werde sie wieder angerufen. So, also heute ist da irgendwie. Aber immerhin, wir haben es geschafft und haben die ersten gruseligen Geister gefunden. Aber sehen wir einer an, was haben wir hier? Hä, ja, es habt ihr doch gerade. Boah, die geben natürlich fett viel Kohle. Wenn das gleich so viele Geister sind. Aha. Ich nehme natürlich auch gleich mit. Puh, und jetzt haben wir also alle Geister gefunden. Und wir bekommen einen Anruf. Was auch sonst, ne? Famos gemacht, Luizi, gerade so. Hier. Geistreis. Geistreis. Da fühlt man sich doch gleich wieder wie früher, nicht wahr? Naja, das reicht auf jeden Fall fürs Erste. Es holt es in den Unterschlupf zurück. Besser ist es. Das haben wir doch gut gemacht. I did it, in der Tat. Mission abgeschlossen. Schön. Ja, das ist doch okay. Passt. Geht besser. Kann auch schlechter gehen. Das passt. Und nun geht's zumindest erstmal zurück zum Professor. Hallöchen. Du bist wieder zurück, unversehrt. Und alle Voxel noch dran. Wunderbar gemacht, mein Guter. Du setzen wir dein Tohuwabohu im Nu ein Ende. Dann schauen wir mal, was du mit dem Streckwerk 0915 so alles aufgesaugt hast. Ui.
stimmt, der sammelt doch dann immer die Artefakte, die dabei rauskommen, ne? Ich glaube, es irgendwie. Neuen Geist gefangen. Dann haben wir mal ein paar Reistümer. Gut. Fabelhaft. Ich muss dieser Geister. Ich muss diese Geister sofort gründlich studieren. Bitte, wo dieser Schlauch hinführt. Na, ganz einfach. Alles, was du sammelst, landet unten in meinem super sicheren Git-Speiser. Schau ruhig mal dort vorbei. Im Speiser findest du allerlei nützliche Informationen. Jeder Geist wird akribisch von mir beschrieben. Überaus wichtig für den wissenschaftlichen Kanon. Zur Bestimmung ihrer Masse hilft mir eine besondere Einheit, die auf Erdgeister geeist ist. Die erste geht diese Wistel. Wunze. Wist. E. Lunze. Wunze. Kurz, Wunze. Fast. Oder auch schlicht W. Famous Luizi, nicht wahr? Die ganze Welt wird einmal das Gewicht von Geistern in Wunzen messen. Da bin ich mir sicher. Du, dann will ich die Großvilla mal flugs auf Paranormalitäten und derlei Phänomene analysieren. Die Goomba sollen mich holen, wenn das finster Mundstück nicht dann irgendwo versteckt ist. Okay, okay, okay. Zahnräderjagd. Wir müssen die finsteren Mundstücke unbedingt finden. Die paranormalen Signale aus dem nördlichen Teil der großen Villa sind besonders stark. Dort werden wir weitermachen. Und dieses Weitermachen wird passieren, allerdings erst im nächsten Part von Let's Play Luizis Mansion 2. Gerne mal bitte als Feedback in die Kommentare schreiben, ob sie sagt, ihr wollt eher längere Parte haben, à la 20, 30 Minuten, oder sagt sie eher, nee, ich bin mir zu kurz am Parten, so wissen sie Höhen und 15 Minuten mehr zufrieden. Gerne mal abwenden in die Kommentare, ich probiere es mal ein bisschen so durch und so immer was besser passt. Deswegen werden manche Parte ein bisschen kürzer, manche ein bisschen länger. Ich wundere, jetzt passt es eh gerade, weil mit dem nächsten Kapitel geht's im nächsten Part weiter. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen, macht's gut und ciao!